Aber die Schlacht um Mittelerde hat erst begonnen. Glück auf, meine Freunde, was geht ab? Ich begrüße euch hier zu dem ersten Spiel der Runde 5 der Sum-2-Liga. Mit dabei Powerkartoffel. Das bin ich, hallo. Hallo. Und heute kommt das Spiel Andayan gegen Cowboy auf der Map Brandy Hills. Und ja, Powerkartoffel kennt die Map sehr gut. Ja, ich habe sie ja irgendwann mal gemacht. Ne? Mhm. In den Credits steht auch Temptation, also ich habe es nicht alle gemacht. Gut, dann werde ich das Spiel fortsetzen. Ich starte den Timer und wir sehen hier in grün ist Mordor, das ist Cowboy und Isengard, Jan. Isengard, Mordor, interessantes Matchup. Was denkst du, was kommen wird? Was kommen sollte? Ja, also eigentlich sollte Mordor direkt am Anfang Druck machen. Gegen die schwachen Gebäude von Isengard. Also er hat jetzt ja mit einem Rohstoffstart begonnen hier, Cowboy. Und wird jetzt sehr wahrscheinlich... Oh, er geht auf Korsan, okay. Das ist natürlich auch eine Taktik, die man machen kann. Er hat gescoutet, dass der Gegner Isengard ist. Und man sieht komischerweise den Boden gar nicht, den man genug gemacht hat. Ja. Man sieht es halt nur auf der Minimap. Genau, ja. Weil hier halt, also ich zumindest habe hier halt den Saum um die Festung. Also hier auch Isengard direkt mit einer Kaserne gestartet. Und jetzt zweites Rohstoffgebäude fertig und das dritte im Bau. Und hier oben. Macht er schon Einheiten? Nein. Ist das ein Fehler? Also da lieber vier Rohstoffgebäude bauen. Wenn man den frühe Produktionsgebäude baut, dann sollte man auch produzieren. Hier kommt jetzt ein erster Korsantrupp. Ist ja eigentlich. Er hat nur zwei Schlachthäuser besetzt. Ah, ne, drei. Drei hat er. Ich meine, bei den Korsaren ist halt so auch hier, sieht man, je mehr, also bis zu vier Tavernen hat, wenn man bis zu vier Tavernen hat, verringern sich die Kosten der Korsaren. Wobei, ich habe gehört, die erste Kaverne bringt am meisten Bonus, das heißt, man baut normalerweise nur zwei. Ja, je nachdem, wenn man halt aus vier spammen kann. Die bringt ja jetzt nicht mehr so viel raus. Aber wenn man halt so viel spammen kann, dass man aus allen produzieren kann, dann kann man es eigentlich machen. So, hier hat er im Wald. Also, es sind aber keine Elben hier. Die tarnen sich dann nicht. Trotzdem sieht man so schlecht, ne? Ja. Also, im Wald sind sie schon so ein bisschen versteckt. Ja, aber auf der Minimap sieht man die halt auf jeden Fall. Der orange Fleck da. So. Eigentlich, die Korsaren müssten ja schneller sein als die Uruks. Oder? Ja, sind auch schnell. Das Ding ist aber, kriegt man recht schnell down, weil sie halt nicht so eine gute Rüstung haben. Aber er hat halt die Wiese gut gesetzt. Er hat halt das Land da gesetzt und hat hier direkt schon den... Genau, jetzt muss er aber wegrennen, weil der die Pfeiltürme von den... von der Festung wehtun. Hier kommt schon der nächste Korsan. Also wenn er mit den Korsan hier gut die ganzen... Oh, er baut schon ein Sägewerk. Jetzt schon, weiß nicht. Und er baut weiter normale Uruks und hat jetzt einen Armbrustschützentrupp in Auftrag. Aber die... Armbrustschützen sind gar nicht so verkehrt gegen... Ja, also... Das sind halt wahrscheinlich das Einzige, was ordentlich was machen kann. Was nicht reißen kann. Aber in der Zwischenzeit, ja. Hier baut er auch schon einen Trupp. Kriegt jetzt für 360. Der ist halt schon mit seinen ganzen Einheiten um die Festung. Er scoutet halt mit denen auch noch. Ja, kann auch was gut sein. Also Kombination Waage und Crossbowman. Das kann was reißen. Ja. Die Waage machen vielleicht nicht so hundertprozentig Damage gegen die Korsaren. Aber wenn sie einmal geritten werden und dann nochmal so ein Pfeilhagel... Bolzenhagel. Genau, also er hat bisher zwei Tavernen und ansonsten nur Schlachthäuser. Es ist ein extremer Angriff
Von den Korsaren aus Umba. Cowboy. Ja. So ein richtiger Pirat. Ja. Dann kommt ja auch noch ein Trupp. Was natürlich jetzt auch, was er auch machen kann, vielleicht noch auf einen Nazgul sparen, weil er hat ja, baut ja keine Piken aktuell. Ja. Eine Piken gegen Kusan wäre auch Ja. sozusagen fast unsinnig. Das heißt, wenn er dann den Nazgul baut, zwingt er ihn vermutlich dann halt einen Trupp Piken zu bauen, in der Zeit er nichts Richtig. anderes bauen kann. Und die halt anfällig gegenüber den Korsaren sind dann. Und selbst die Waage helfen ihnen dann noch, den Nazgul ein bisschen zu Er hat leveln. sich schon recht weit vorgebaut mit den Schlachthäusern und er baut jetzt einen Haradrim-Palast. Wahrscheinlich, er hat hier die Waaggrube gesehen, deswegen, damit er Piken hat. Das mit dem weit vorbauen, kann auch eine Taktik sein, sag ich mal so, um die so ein bisschen versteckter zu bauen, weil du suchst erstmal die Schlachthäuser an der Festung. Oder hat Siehst du der nicht Trupp auf der Armbrustschützen gesamten verloren Karte? hier? Ich glaube, so direkt im Frontkampf haben die Korsaren keine Chance und rennen Ja, weg. das Einzige ist halt die ganzen Schwertkämpfer Mordor. von Mordor, Also die. sind halt recht gut zum Harassen, aber ja gut, die kleinen Orks, die sind so ein gutes Mietschild und Ja. die Korsaren können Billiges halt noch diese Kanonenfutter. Ich glaube, das steht sogar in Zum 1. Ich stehe sogar bei denen dabei. Molotow-Cocktail werfen. Wir haben noch die Brandbomben. So, er hat einen Nazgul jetzt gebaut. Aber. Ah, und der erste Pikentrupp ist da und er baut auch direkt den zweiten Pikentrupp. Das ist richtig, das muss Während er auch er hier machen. halt Er hat wahrscheinlich Armbrüste. entdeckt, hat er wahrscheinlich entdeckt, dass er Er die ist Ecke am kommt. Limit hier, also die Waage, die kostet ja 80 Kommandeurspunkte, die wäre nett gebaut, Er hat aber keine ja. Rohstoffgebäude, er hat Jetzt nicht hat viel er wieder eins Rohstoffgebäude. gebaut. Ah, Aber jetzt die kann es auch Armbrüste sein, kommen halt dass vorher er. raus. Hier baut er das nächste wieder. Vielleicht sind die Piken auch dafür gesetzt, einfach nur zu creepen. Ach nee. Er setzt in seine Armee mit rein. Ja, damit, weil er halt Waage erwartet. So, jetzt kommt hier der Nazgul, der kann ja schön leveln. Was würdest du jetzt an der Stelle machen? Ich meine, An Isengard oder es sieht Mordor? schon Isengard. Also ich sehe jetzt hier keine große. Oh. Wie ist denn Oh, der Nazgul jetzt so schnell ja, gestorben? wahrscheinlich durch die Einheiten, die Ja. recht stark sind. Ist halt nicht, ob er ein Lurz eventuell, aber das kostet halt auch Geld. Die Sache ist halt, das Harassen hat nervt halt übelst von den Korsaren. Vielleicht sogar auch, will es nicht verschreien, aber so ein, wie Bers Berserker. heißen die? Berserker. Uruk Die Berserker. haben ja relativ viel Geschwindigkeit und sind auch gut gegen Schwertkämpfer. Vielleicht ist das wäre eine gute Taktik gegen Kosaren, aber mit Piken sieht es ja schon da anders aus. Und Wie ist der jetzt Nazgul macht auch rohstofftechnisch Hackfleisch aus? aus Also dem Berg. beide haben jetzt kaum Geld. Hier der Nazgul. Immer noch Stufe 1. Hier kommt der nächste Haradrim-Palast. Er baut den aus für Haradrim, nehme ich an. Oh, das ist, glaube ich, jetzt, oder? Ein Fehler, jetzt schon Na, die das ist Waffenkammer zu nee. bauen. Das ist Eher so dazu. viel Geld, dass jetzt Ja. rausgehauen wird. Da Nee. kann er eine zweite Uruk-Grube bauen und Lurz und hier ein Da wäre ein Turm. Held. Der Oh ist. nein, Ah, der Turm ist, ja, glaube ich, auch ein bisschen leider. unnötig. Er will halt sein Rohstoffgebäude schützen, was nur angegriffen wird Ja, wahrscheinlich. aber Aber der Turm fällt halt genauso schnell. Guck mal, die haben jetzt nicht einen nur das. Er Kling. hat geschmiedete Klingen, das heißt, die ein Bataillon von denen kann an den Turm ran und kann den Turm wegmachen. Oh, Wobei, ja, er Sinn. lässt ihn halt auch nicht ran. Ja. Er beschützt sein eines Rohstoffgebäude halt so vehement. Was der Cowboy halt machen könnte, also einen Trupp hier in der Zeit hier hinten rum und ich ja ein bisschen zerstören.
Er hält seine Armee jetzt zusammen. Ich glaube, es ist wegen den Upgrades, weil die halt so schweineteuer sind. Du hast einmal die teuren Ja. Korsareneinheiten Aber die und eine hat er dazu noch noch nicht ausgebildet. upgegradet mit geschmiedeten So. Klingen. Und wenn du die dann verlierst, dann ist das halt teuer. So, jetzt kommen auch die ersten Haradrim hier. Baut er eigentlich? Ne, er baut keine Piken. So, Nee, jetzt hat er Stufe keine 2 Piken. erreicht. Ja. Und jetzt sieht es schlecht aus. Jetzt bringt ihnen der Buff auch nichts mehr. Der Buff ist weg. Ja. So, er hat hier, was hat er eigentlich alle Ah, Upgrades jetzt hier? kommen die Bogenschützen. Ne, nur Klingen und Feuerpfeile hat er. Ja, wenn er auf Kusan geht, dann bringen die ihnen halt keine Ja, Rüstung. halt für die Ostlinge hier. Und die Aber Haradrim. zwei Für drei Trupps aktuell. Bogenschützen würde ich nie upgraden Ja, ich mit halte halt trotzdem Rüstung. mehr aus. Ja, gut, das verliert er als sein einziges Truppengebäude. Also Nahkampftruppengebäude. Nein. Hat jetzt nur noch die Wahlgrube. Und wir sind jetzt bei knapp 11 Minuten. Hier besiegt gerade Und der der Nazgul hier die Nazgul levelt Waage. schön. Was er hätte auch machen können, einen zweiten Nazgul bauen, wenn er das Geld hat. Guck mal, die Rüstkammer, die hat er jetzt abgegradet. Das heißt 1000 plus, glaub, nochmal 500 ungefähr. 1500 halt für nichts eigentlich. Da hätten Lurz halt und zweites Truppengebäude halt mehr gebracht. In dem Fall halt. Oder sag mal, ein upgegradetes upgraded. Uchokube. Ja. Jetzt Wenn war die ja. upgegradet ist, kriegst du Berserker und ist mehr tanky. Und das mit dem tanky bringt halt was, weil er Feuerpfeile hat an seinem Festung. So, es hat er auch noch einen Baumeister verloren, also. Und er und hier, Cowboy hat jetzt halt komplette Map hier. Komplett ausgebaut mit seinen Schlachthäusern. Jetzt halt einfach Spam, der hat auch jetzt hier noch Rohstoffe am Start. Industrie. Kann Und man noch jetzt. viel lernen von dem so erfahrenen Motorspieler. Also gute Taktik, Beziehungsweise schnell auf böse Korsaren Menschenspieler. gegangen, schnell die Korsaren rausgeholt, harassed von allen Seiten und dann zurückgezogen Ah, jetzt auf hat er, eine glaube ich, auch Armee. die Rüstung, oder? Oder sah das gerade noch so aus? Nee, hat er doch noch nicht. Dann waren das vielleicht gerade geschmiedete Klingen oder was? Es bringt ihnen nichts, Rüstung zu bauen. Es ist einfach nur zu teuer, würde ich sagen. So, ja, solange du nur auf die Korsaren Aber er hat auf. halt das Geld. Ja, das stimmt. Vielleicht geht er auch auf eine fliegende Einheit. Er hat ja kaum Bogenschützen. Naja, ich hätte hier jetzt eigentlich die Truppen nach. Ihr habt noch ein. Ah ne, das ist immer noch Nee, der was jetzt Nazgul. kommen müsste, ist Katapulte. ein Katapultspam. Finisher, genau. Also, Katapulte, Ja, Rammen, mit seiner irgendwas, Armee hier Rappeln. bleiben. Hier zwei. Hier Katapulte. Belagerungswerke hin. Und dann. Und dann wird er ausgeräuchert. Da fehlt der Baumeister. Ja. Sägewerk. Hinten wird auffallen. Er hat halt nichts mehr. Der Das Bautrupp, Schlimme ist, er Baumeister. kommt nicht raus. Er kann nirgendwo Rohstoffgebäude bauen, der Isengard-Spieler. Jetzt hat er sich noch Er kommt heilen nicht mit seiner geholt. Armee raus. Er kann nicht harrison. Hatte ich schon mal. Also, es ist eine verzwickte Lage, in der er sich befindet. Er kann Ja. nur verteidigen. Und die Heilung hat jetzt quasi nichts gebracht. Da hat er Und sich. verteidigen kann er auch nicht gut, weil er keine guten Bogenschützen hat gegen die anderen So. guten Bogenschützen. Es geht da schon Also, gegen die Festung. Aber er baut hier. Bis jetzt hat er auch keine Belagerungswerke. Er wird es halt einfach mit Spam jetzt machen. in der Statistik ist Isengard ziemlich schlecht, also in der Liga gerade. Es kommt natürlich auch immer drauf an, wenn Wer ein besser. spielt, ja. Wenn ein besserer Spieler Isengard kriegt, als ein schlechterer,
So, wir sind jetzt bei 14 Minuten und 20 Sekunden. Ja. Und wir haben halt Und gesehen, wie Isengard gegen böse Menschen gespielt hat. ein böse Menschen, wenn Die wir. einzigen Orks, die wir gesehen haben, waren die Baumeister. Gegen böse Menschen. Ja, war jetzt halt ein, hier ein Korsarenstaat. Kann man halt machen. Fand ich gut. Gute Idee. Also wenn er auf Ort gegangen wäre, wäre die Verteidigung vielleicht sogar leichter gefallen. Den. Ja, mit Orks hätte er halt so richtigen Spam halt hinlegen müssen. Um halt Ja. zahlenmäßig halt die Orks halt zu besiegen. Ja. Schwierig. Cowboy ist ein guter Spieler, also selbst wenn man die richtige Strategie hat, ist die Maus immer noch schneller. Er hat ein gutes Mikro, ein gutes Makro, also für mich wird es auch ein schwieriger Gegner. Und er hat auch gut reagiert mit, also dass er halt hier die Ostlinge noch mitgebaut hat. Da haben die Waage halt auch nichts mehr oder nicht, kaum mehr was machen können. Der Nazgul kam auch richtig. Schwierig. Aber gut. Herzlichen Glückwunsch An an Cowboy. Cowboy. Genau. Und dann, damit gehen 3 Punkte an ihn. Und Jan geht hier leider in dem Match jetzt erstmal leer aus. Zunächst Vielleicht mal. kann er ja beim. Ich weiß jetzt nicht, gegen wen er das nächste Mal spielt, aber kann bestimmt auch noch einen Sieg davon tragen. Gut, dann war es das an der Stelle. Außer du hast noch irgendwas Dringendes. Ich glaube, es wurde alles gesagt. Dringendes. Gut, dann beende ich an der Stelle die Folge mit dem Sieg von Cowboy. Und Bis sehen wir uns dann. beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.